2023, Team Insight, wir sind wieder da. 2019 das letzte Mal und ihr seht es mitten in Dornbirn, direkt im Fahrerlager. Und als erstes im Interview darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, und zwar den Philipp Brändle aus Löstl am Arlberg. Vielen bekannt, Servus TV, der Formel 1 Experte, was heißt zum Thema Technik angeht in der Formel 1. Ja, alles was da drumherum ist, macht der Philipp Brändle. Sportgeschäft in Zürs, viele kennen ihn auch daher. Brändle, Brändle, sehr bekannt, kann ich nur empfehlen. Aber jetzt Philipp, wir sind hier mitten im Fahrerlager. Hinter uns UAE, das große World Tour Team. Unter anderem viele andere, die das, die Tour of Austria als Trainingslager mit betrachten oder als gutes Rennen zur Tour de France, die gestern gestartet hat. Philipp, die ersten Eindrücke von dem Rennfahrerlager, Rennradfahrerlager, wie empfindest du es? Herr René, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Und es ist wirklich sehr, sehr cool. Es ist auch für mich tatsächlich das erste Rad-Event, wo ich jetzt dabei bin. Und es ist sehr cool, es ist sehr professionell und es ist eine ganz tolle Stimmung, sehr nett. Und wirklich coole Teams da und natürlich eben die Fahrräder sind wirklich sehr speziell. Und man merkt schon, also die Leute sind heiß, dass es endlich losgeht. Ja. Ist es vergleichbar für dich wie, gut, es ist jetzt Spielberg, heute ist natürlich das Ding, oder? Ich meine, das Rennen überhaupt für Österreich. Aber wie ist es für dich? Ist es schon vergleichbar so von der Aufmachung her? Wir sehen viele Teams, die haben jede Menge Stuff dabei, große Busse, große Technikwagen und so. Wie ist das so? Ja, also es ist tatsächlich vergleichbar. Und was ich so spannend finde, ist tatsächlich, dass da ja auch immer welche mitfahren. Man fährt da quasi in der Natur auf einer öffentlichen Straße. Es ist ja keine also es ist schon abgesperrt, aber es ist ja keine gemachte Rennstrecke wie bei den Formel-1-Fahrzeugen zum Beispiel. Und deswegen ist es da schon extrem viel Aufwand, wie viel Technik und Unterstützer da mitfahren müssen. Weil es gibt ja für jeden Rennfahrer zum Beispiel auch ein Ersatzrad und das genau gleich aufgebaut sein muss mit allen Einstellungen, Positionen und so weiter. Also es ist extrem viel Aufwand und ich finde fast insgesamt schon fast gleich viel Aufwand im Sinne von, was alles mitfahren muss. Also ist schon, und sehr professionell natürlich auch. Wir sehen da gerade hinten auch ein Team, wärmt sich gerade wieder auf. Also das ist schon sehr, sehr professionell, ja. Kurz ein paar Fakten zum Thema. Wir haben 35 Fahrzeuge nur für das Absperren etc. von Skoda bekommen. Wir haben 300 Leute, die ganze Tour mitfahren, die nur aufbauen, abbauen. Und dann kommen natürlich die Teams dazu, müssen uns vorstellen, 6-7 Fahrer und pro Team ungefähr 11-12 Leute Staff, was da dabei ist. Ja. Oder das Team Vorherberg ist jetzt ein bisschen, in dem Fall ein bisschen kleiner, da arbeiten halt die Leute ein bisschen mehr. Ja. Oder man kennt das heutzutage im Personalbereich, die einen machen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ja. Aber das sind Zahlen, rein organisatorisch ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Ja. Genau. Also es ist ein immenser Aufwand auch für das ganze Team, wo das organisiert. Und wie ich eben gerade gesagt habe, alle, die da mitfahren, das ist ja, also eigentlich fast mehr Staff als Athleten und das ist Wahnsinn. Ja. Philipp, erstmal vielen Dank hier aus dem Fahrerlager. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen in die Technik rein und sehen uns gleich wieder. Wärmer drauf. Ja, genau. Das braucht es ja nicht, ja. Ein bisschen anders. Schauen wir uns mal so eine Rennmaschine an. Das sind ja wirklich mittlerweile hochregistrierte Maschinen. Ja. Wir haben eine UCI-Vorgabe von, das Fahrrad darf höchstens Minimum 6,8 Kilo haben. Mhm. Wir sind beim BMC, was das Team Vorarlberg fährt, ja, bei ungefähr 6,9. Also es ist immer noch Verbesserungsbedarf. Ja. Philipp, die Technik spielt hier wahrscheinlich noch eine gleiche Rolle, vielleicht sogar mehr eine Rolle, das Gewicht, als wie bei der Formel 1. Wie siehst du diese Geschichte? Ja, also schon, weil es halt da noch mehr so Mensch und Maschine ist und der Fahrer macht halt hier noch mehr einen Einfluss und muss sich auf sein Gerät halt unterstützen oder verlassen können und das Gerät muss ihn halt optimal unterstützen. Und es ist halt wirklich mittlerweile so, die Regularen sind zwar sehr streng, weil es halt immer noch wirklich ein Menschensport ist. Und damit es halt irgendwo fair ist, müssen die Regularien halt streng sein. Gerade zum Beispiel Sitzposition, wo sich das eben im Vergleich zum Pedallager befindet und so weiter. Aber gerade die Materialien und was da jetzt Einzug gehalten hat, ist schon extrem. Wie gesagt, die Räder sind mittlerweile komplett aus Carbon gebaut, werden sehr viel im Windkanal entwickelt. Und einmal die Räder alleine, dann natürlich mit dem Fahrer und es muss für jeden Fahrer dann die optimale Position gefunden werden. Also Materialien ist das eine, Aerodynamik mittlerweile und dann natürlich die ganze Mechanik, dass man halt mittlerweile kleine Laufwiderstände hinkriegt und dass das Gangschalten gut funktioniert, weil alles, was da halt irgendwie schief gehen kann, kann halt dann schlussendlich den Fahrer halt auch einen Sieg kosten. Ja, also das ist der Vergleich auch, wenn man sieht, das Menschliche. Ich meine, so ein Rennradfahrer im Vergleich zum Formel-1-Fahrer, natürlich, so muss Fitness sein etc., aber
hier kommt die Kraft aus dem Oberschenkel, hier kommt die Kraft aus dem Körper. Oder beim Formel 1, du setzt dich rein, muss natürlich fit sein, extrem, die Belastung, die Gehkräfte, alles. Absolut. Aber hier ist natürlich schon, wenn Sie heute in Vorarlberg da die Runde fahren, Thüringer Berg hinauf, dann hier in Richtung Bregenzer Wald nochmal oder auch den Großglockner. Ich meine, wir haben 2019, wo wir damals, da sind die in Großglockner in 55 Minuten hinaufgefahren. Das muss man sich mal überlegen, das ist schon menschlich. Das schafft ihr mit der Motorrad fast nicht, das ist brutal, genau, das ist extrem. Oder es ist schon, also von der menschlichen Belastung her sicher gleichzusetzen. Ja, also extrem. Die leisten wirklich Enormes, also das ist Wahnsinn. Und da zählt halt wirklich dann jedes Gramm, was man halt irgendwie dann mit raufziehen muss, halt eben auf dem Berg. Das ist halt da einfach wichtig. Und eben auch die Ergonomie vom Fahren selber. Weil jeder Fahrer hat eine andere Biomechanik, hat eine andere Beinlänge und da muss die Kraft halt optimal aus Fahrer kommen. Das ist einfach wichtig. Lukas, es kommt gerade der Lukas Meiler, der Kapitän. Komm her, komm, komm, nicht so schüchtern. Komm, gang in Mitte. Kurz, der Philipp, wir haben gerade ein bisschen über die Räder gesprochen. Über das, hast du kurz noch Zeit, oder? Ja, machen wir das eh entspannt, oder? Als Bayer hat man immer ein bisschen Zeit, oder? Was haust du dir jetzt gerade noch rein? Der Lukas tankt nämlich gerade noch. Gut. Bloß ein normaler Riegel von Sponsor. Super. Genau. Rechtzeitig anfangen zum Essen ist immer... Ja, ist wichtig, ja? Genau. Damit die Energie dann da ist, wenn du sie brauchst, oder? Genau, ja. Also nie in der, versuchen, in der Energiedefizit zu kommen. Darum immer... durchgehend und rechtzeitig anfangen zu essen. Wie viele Kalorien verbrennt ihr eigentlich so jetzt an einem Tag, wenn ihr fahrt? Also während der Etappe, so wie heute, werden es so zwischen 4 und 4.500 sein. Das ist ein bisschen abhängig vom Körpergewicht. Und dann halt der normale Grundumsatz noch. Also man kommt dann fast so, ja, 5.500 bis 6.000 Kalorien. Wahnsinn. Und an der Stelle ist vielleicht einmal erwähnt, ein normaler Mensch hat so 2.000 bis 3.000 Kilokalorien Umsatz pro Tag, wenn er keinen Sport macht, gell? Ja. Also ist schon extrem. Ja, nein, es ist schon. Darum muss man einfach dann die wieder auffüllen, die Speicher. Ja. Stark. Das machen wir gar nicht so leicht. Und ist auch schwierig, eben den Energiehaushalt dann einfach richtig zu machen, einfach, dass du immer deine Power hast. Isst du zum Beispiel von Etappe zu Etappe unterschiedlich, wenn es in die Berge geht oder flach? Ist deine Nahrung da anders? Klar, also man hat schon, wenn man weiß, okay, jetzt ist eine Etappe, wo der Energieumsatz höher ist, zum Beispiel eine Bergetappe so, dann isst man einfach schon nochmal ein bisschen mehr und legt vielleicht auch noch mehr Mahlzeit zusätzlich rein oder so. Und wenn man weiß, jetzt ist eine leichte Etappe, wo man vielleicht 3000 Kalorien oder so oder Kilojoule, bei uns rechnen wir ein Kilojoule, braucht, dann ist man ein bisschen weniger. Aber im Grunde muss man schon ganz schön schaufeln. Essen. Ja, ja. Und es fällt natürlich auch, je länger als eine Rundfahrt dauert, desto schwerer wird es irgendwann. Also klar. Irgendwann hat man dann nicht mehr so einen Appetit. Und okay. Aber man weiß, das Essen ist anstrengend irgendwann, oder? Ja, weil du musst halt wirklich. Aber man weiß, es ist halt essentiell und ja. Cool. Lukas, heiß auf die Tour warst du ja 2000. Wann bist du das letzte Mal mitgefahren? 2017. 2017. Ja. Lukas, das letzte Mal dabei gewesen und jetzt was Neues, oder? Ja, es ist. Ich freue mich richtig. Es ist echt eine super Sache, dass es wieder gibt. Und ich glaube, die haben richtig was auf die Füße gestellt da. Also, wenn ich da jetzt an die Präsentation gestern denke oder jetzt gerade, wie viele Zuschauer da sind und. Ich glaube, die Etappen sind echt interessant und kommen uns vielleicht als Team auch ganz gut entgegen. Und ja, wir sind alle heiß und wir freuen uns richtig. Als Team Vorarlberg wäre natürlich das Ding, wenn man ein bisschen was tun, oder? Ein bisschen was reißt. Ja. Lukas, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen los. Danke, oder? Um 11 geht's los. Wir wollen nicht länger aufhalten. Bitte, bitte. Danke. Bitte, Lukas. Danke. Alles Gute, viel Spaß. Toi, toi, toi. Danke dir. Danke. Ja, Philipp, wir haben mit dem Teamkapitän gesprochen, mit Lukas Meiler. Natürlich. Ich glaube, die Jungs sind alle heiß. Es ist quasi heute und morgen fast ein Heimrennen, oder? Ja. Ich finde es spektakulär, was abgeht, oder? Jetzt gehen wir dann mal zum Start rüber und schauen uns gemeinsam den Start an. Absolut. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du das mit uns hier gemacht hast, so spontan. Gerne. Oder? Und wir wünschen heute auch am Red Bull Ring alles Gute für das richtige Team, welches auch immer das Team ist. Genau, für jeden dasselbe. Dein Sohn startet heute noch hier beim Radrennen der Nummer 44. Genau, natürlich. Jeden Formel 1-Experten ist bekannt, 44. Genau, Lewis Hamilton. Damals, genau, Flügel gebaut und alles wunderbar, oder? Dann wollen wir deinem Sohn auch die Daumen drücken, dass er hier ein bisschen was macht. Oder? Philipp, vielen Dank. Danke auch, René. Wir sehen uns dann noch davon. Super, danke, alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.